Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe, ihr kennt mich, und heute sprechen wir über eine weitere Strategie, eine der Strategien, die für mich persönlich zu meinen Lieblingsstrategien gehört, nämlich heute sprechen wir über den Strangle. Der Strangle, oder besser gesagt der Short Strangle, gehört ziemlich zu meinen Lieblingsstrategien. Warum? Weil mit dem Short Strangle habe ich aus meiner Sicht heraus die meisten Chancen, Prämie zu verdienen, und sehr viele Positionen, die ich starte, beispielsweise als Short Put oder als Short Call, werden am Ende zu Short Strangles. Und weil Strangles eignen sich eben auch sehr gut, dass man quasi Strangles als Reparaturposition nimmt. Aber was ist überhaupt ein Short Strangle? Wenn wir uns einfach das mal wieder hier im Diagramm anschauen, dann können wir das gleich einzeichnen. Wir starten aber heute mal einfach mit einem fingierten Chart. Also wenn wir sagen, okay, wir haben hier einen Preis und wir erwarten, dass sich der Preis des Underlyings, das ist jetzt egal, ob das jetzt eine Future-Option ist oder ob das eine, oder beziehungsweise ob es ein Future ist oder eine Aktie oder ein ETF, wenn wir also erwarten, dass der Preis eines Underlyings in einer bestimmten Range bleibt, dann wäre es ja eigentlich nicht so sinnvoll, dass man sagt, okay, dann verkaufe ich nur einen Put darauf. Warum? Weil wenn wir erwarten, dass er eh zur Seite läuft oder dass er ein bestimmtes Maß sowohl an der Ober- als auch an der Untergrenze nicht mehr unterschreitet, dann können wir natürlich sagen, okay, dann verkaufen wir doch sowohl den Call als auch den Put und verdienen eben auf beiden Seiten Geld. Und wenn wir uns das einfach mal anschauen, also sagen wir hier, das ist der Preis. Wir verkaufen also einen Call und wir verkaufen einen Put, idealerweise natürlich mit demselben Abstand, was die Deltas betrifft. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, wir verkaufen den Call am Delta 10, dann werden wir auch den Put am Delta 10 verkaufen, damit diese gesamte Position am Anfang sozusagen delta-neutral ist. Das heißt, das, was es nach oben geht, wird durch unten ausgeglichen, das, was nach unten geht, wird nach unten ausgeglichen. Delta-Neutralität, können wir noch mal ein extra Video dazu machen, aber das ist ist etwas, was alle Händler immer anstreben. Allerdings ist es etwas, was in der Realität kaum zu erreichen ist. Denn angenommen, wir verkaufen hier eine Option mit einem Delta von 0,10, also den Call, und einen Put mit minus 0,10, also wenn wir das genau treffen würden, dann hätten wir tatsächlich in diesem Moment eine delta-neutrale Position erschaffen. Aber sobald sich natürlich das Underlying bewegt, entweder ein bisschen nach unten oder auch ein wenig nach oben, werden sich natürlich diese Deltas verändern. Das heißt also, angenommen, es geht nach oben, dann wird dieses Delta ansteigen auf beispielsweise 0,11 und das Delta des Puts wird sich verringern auf minus 0,09, und schon haben wir keine delta-neutrale Position mehr. Nichtsdestotrotz ist das nicht so tragisch. Wir sollten dennoch schauen, dass wir beim Aufsetzen eines Short Strangles möglichst gleiche Delta sowohl für den Put als auch für den Call haben. Bei klassischen Short Strangles ist es auch so, dass die Laufzeit gleich ist. Das heißt also, sowohl der Call als auch der Put haben beim Aufsetzen eines solchen Trades die gleiche Restlaufzeit. Nutzt man Strangles dagegen zu Reparaturstrategien, das ist eine Serie, die kommt dann ein bisschen später, da wird es so sein, dass man durchaus auch mit den Laufzeiten ein bisschen variieren kann, aber wenn man jetzt sagt, heute erwarte ich, dass der Preis in einer Range bleibt, über einen gewissen Zeitraum, dass er also einen Punkt nach oben nicht überschreitet, einen Punkt nach unten nicht unterschreitet, dann wird man einen Strangle mit der gleichen Restlaufzeit aussetzen, also sowohl im Call als auch im Put. So. Und wie schaut das Ganze jetzt aus? Hier im P&L-Diagramm. Wir haben also auf der Unterseite den Put, den wir verkaufen. Also angenommen, das ist der Strike des Puts. Dann haben wir das hier. So. Und dann haben wir hier irgendwo den Strike des Calls. Also hier. Und dann wissen wir, den maximalen Gewinn werden wir machen, wenn der Preis genau zwischen diesen beiden Strikes bleibt am Ende der Laufzeit. Zur Wiederholung nochmal kurz, diese P&L-Diagramme sind ja immer nur ein Zeichen, wie schaut es denn aus am Ende der Laufzeit. So,
Und dann haben wir natürlich jetzt nicht gleich an den Strikes, also gleich wenn es hier oben drüber geht, sind wir natürlich nicht sofort im Minus, denn das ist wieder der Vorteil eines Strangles auch. Wir bekommen ja sowohl für den Put als auch für den Call eine Prämie. Und diese Prämie erhöht natürlich auf beiden Seiten den Break-Even-Punkt. Das heißt also, hier irgendwann kommen wir hier ins Minus und hier irgendwann kommen wir hier ins Minus. Und dieser Abstand wird immer gleich sein, also zwischen dem Strike des Calls und dem Break-Even und zwischen dem Strike des Puts und des Break-Even wird es immer gleich sein. So, käme man dann über diese Break-Evens hinaus, also angenommen hier, es würde weiter nach oben gehen, dann fängt natürlich hier unten das Minus an. Genauso ist es natürlich hier auf der Put-Seite. Auf der Put-Seite ist das Risiko theoretisch, oder das heißt nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, bei Null begrenzt. Das macht es, ja, das ist halt kein unendlicher Verlust. Ne? Wer selber, glaube ich mal, sich überlegt, wenn er bei 50 einen Put auf Öl schreibt und Öl würde auf 0 fallen, ich glaube, dann ist es trotzdem noch so viel Verlust, dass man da getrost davon sagen kann, dass man total Verlust hätte, auch im Konto. Und nach oben ist es theoretisch unbegrenzt klar, weil jedes Underlying theoretisch unbegrenzt nach oben steigen kann. So, das ist also ein Short Strangle. Das heißt also hier, nochmal zur Wiederholung, Verkauf eines Calls, Verkauf eines Puts. Man nimmt eine doppelte Prämie ein. Bei vielen Future-Optionen beispielsweise ist es so, oder oftmals auch bei ETF-Optionen, die sich zum Beispiel auf Futures beziehen oder die sich auf Rohstoffe beziehen, da ist es oftmals so, dass die Prämien gleich sind. Das heißt, man hat eine doppelt so hohe Prämieneinnahme. Das ist also ein absoluter Vorteil. Und auch ein schöner Punkt, man hat keine ansteigende Margin, weil es kann ja immer nur auf einer Seite etwas passieren. Also es kann ja nicht gleichzeitig der Preis über den Call Strike oder und gleichzeitig unter den Put Strike fallen, sondern nur auf einer Seite. Und das wird natürlich honoriert, dass man gegenüber einem einfachen Short Call oder Short Put eine nur minimal angestiegene Margin hat, die wirklich nicht sehr hoch ist. Also wenn ich sage, ich hätte beispielsweise jetzt hier bei einem Short-Put eine Margin von 1100 oder von 1000 Dollar, sagen wir mal, dann hätte ich eben im Spread vielleicht nur eine Margin von 1100. Also das steigt nur minimal an, allerdings bekomme ich die doppelte Prämie und deswegen sind das natürlich auch Strategien, die insgesamt den sogenannten Return on Capital, also das Geld, was ich einsetze, oder Return on Investment, also das, was ich tatsächlich einsetze, deutlich erhöhen. Und deswegen sind es eben auch so Strategien, die mir persönlich gefallen. Es gibt noch einen Punkt, den ich persönlich sehr, sehr schön finde, nämlich nochmal hier dieses kleine Beispiel. Angenommen, ich entscheide mich für einen, ich habe hier einen Short Put geschrieben, nur, also nur diese Position. Und jetzt würde der Preis nach unten gehen. So, dann ist das erstmal nichts Tragisches, weil wenn ich das im richtigen Umfeld mache, also auch hier gilt natürlich wieder nur verkaufen bei hoher Volatilität, die Laufzeiten einhalten. Das ist übrigens nichts anderes, als wenn ich Short Puts oder Short Calls mache. Das heißt, bei Aktien Optionen Restlaufzeit idealerweise um 45 Tage, bei Future Optionen ein bisschen länger, 60 bis 120. Eine hohe IVR sollte da sein, um 40. Und vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr Short Strangles verkauft in Aktien oder ETFs, dann würde ich versuchen, mindestens einen Dollar Prämie einzunehmen, also mindestens 100 Dollar. So, und aber auf das Beispiel zurückzukommen, wenn eben jetzt der Preis hier runter geht, dann muss ich natürlich hier diesen Put irgendeiner Art und Weise adjustieren. Ich muss ihn rollen, vielleicht sogar schließen. Und dann habe ich auch mit einem Strangle den Vorteil, dass ich natürlich schon auf der Oberseite hier in diesem Call etwas mit verdient habe. Und das hilft mir natürlich dann, meine Verluste, die auf der einen Seite stehen, etwas zu verringern. Die können in der Regel nicht ganz ausgleichen, aber sie können es verringern. So, jetzt kann man natürlich Short Strangles nicht permanent machen, dass man sagt, okay, ich habe ja irgendeinen Markt, der einen ganz, ganz starken Abwärtstrend hat und deswegen mache ich jetzt hier einen Strangle. Dann ist es natürlich Blödsinn, hier an der Unterstelle einen Put zu haben. Aber in vielen Situationen bietet es sich an, solche sogenannten neutralen Strategien, und da gehört der Short Strangle dazu, eben entsprechend zu machen. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt zum Short Strangle, schreibt mir das unten hier in die Kommentare rein.
Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Wenn ihr das Video durch Zufall gesehen habt und noch nicht Abonnent unseres Kanals seid, dann abonniert diesen Kanal. Es ist doch kostenfrei. Also ihr verschenkt doch nichts. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute. Servus, macht's gut.